Herzlich willkommen zum Derivate-Deep-Dive von comdirect mit Morgan Stanley. Und ich begrüße natürlich wieder Dirk Grunert. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Immer gerne. Wir haben ja noch eine sehr, sehr turbulente Börsenwoche jetzt, oder beziehungsweise haben wir noch nicht mal hinter uns, aber es kommt einem so vor, als wenn die schon fast vollendet ist. Aber wir sind ja erst zur Wochenmitte hier reingestartet. Viel, viel ist passiert. Was war denn bei euch so im Handelsraum los? Ja, also tatsächlich hatten wir gestern Abend unseren Händler-Call und da wurde auch gesagt, dass eigentlich diese Woche, die ersten zwei Tage in dieser Woche, vollkommen gereicht haben schon für die ganze Woche. Und was ganz entscheidend ist, naja, jeder dachte, dass die letzte Woche mit den US-Wahlen wirklich so eine richtig intensive Woche wird. Aber, naja, wir sind eines Besseren belehrt worden. Das Event Wahl ist eigentlich relativ in den Hintergrund gekommen, sondern tatsächlich Corona und natürlich der Impfstoff waren das, was die Märkte wirklich getrieben hat. Gibt denn so eine Situation wie am Montag? Wir haben ja da wirklich auf einmal diese mächtige Bewegung zum Mittag hingesehen. Da hat der DAX ja wirklich aus dem Stand heraus 200, 300 Punkte vollzogen. Ist denn so eine Situation, gerade wenn man so an Derivate denkt, gerade für euch, für ein Handelsdesk, ist es so eine brenzlige Situation oder kann man da sagen, nein, ihr habt eigentlich alles so weit im Griff, weil ja, ja weil es keine offenen Risiken, ich nenne es jetzt mal so, gibt? Oder ist es schon so ein Moment, wo man merkt, boah, da ist Hektik bei den Händlern? Also da muss man erstmal zwei Sachen auseinandernehmen. Als erstes natürlich Marktrisiken. Wir als Emittent, wie jeder andere Emittent, der hat natürlich auch Risiken, weil wir bieten ja natürlich einen Hebel dem Kunden an. So, wenn der Kunde uns zum Beispiel einen Hebel mit 10 handelt, dann haftet der Kunde ja erstmal nur mit 10% des Geldes, was tatsächlich investiert wurde. Also ein Beispiel, der Kunde gibt uns 10 Euro, wir legen nochmal 90 Euro drauf. Das heißt, er hat einen Hebel von 10. Wenn seine 10 Euro verbraucht sind, das heißt, die Aktien tatsächlich um 10% nur gefallen sind, dann ist sein Zertifikat unter dem Hebel natürlich wertlos. Aber wenn in einer Bewegung das natürlich um 15% fällt, naja, dann haftet der Emittent erstmal und da muss dann unser Kapital sein. Also das ist eine Sache, die wir tatsächlich immer berücksichtigen morgen. Man nennt das immer dieses Gap-Risiko, also diese schnellen Bewegungen. Und da kann man auch tatsächlich, als Händler hat man dieses Risiko auf dem Buch und das macht uns natürlich nervös. Das war zum Beispiel Wirecard, war so ein Event, wo natürlich die Händler dann sehr, sehr schwitzen, weil so eine Aktie auf einmal 70% aus dem DAX sich bewegt. Das passiert halt sehr selten. Das ist ein Marktrisiko. Aber deswegen sind Emittenten auch immer große Banken. Deswegen sollte ich das auch bei großen Banken machen, weil natürlich das Balance Sheet eben dafür auch gemacht ist, dass man tatsächlich da auch sowas kompensieren kann. Das Zweite, aber noch viel wichtigere ist, und das sieht man natürlich auch bei euch als Online-Broker, naja, die Belastung der Systeme ist sehr, sehr viel höher in solchen Zeiten. Nämlich, was wir normalerweise machen, wir machen ungefähr am Tag 1 Milliarde Quotierungen für unsere Kunden. Als der Markt sich jetzt schneller bewegt hat, also gerade am Dienstag, am Montag, dann waren es tatsächlich 1,5 Milliarden Berechnungen, die wir tätigen mussten. Also 1,5 Milliarden Quotes haben wir den Kunden bei unseren Produkten zur Verfügung gestellt. Und da muss natürlich immer genügend Kapazität und Rechenleistung vorhanden sein, dass wir eben genau uns auf solche Marktmovements einlesen können. Aber toi, 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 ich habe von keinem Emittenten und auch nicht bei uns gehört, dass es da Probleme gab. Und das ist natürlich toll, weil die Kunden wollen genau in solchen Märkten natürlich handeln. Und dann müssen die Systeme wie bei euch als auch bei uns natürlich halten. Nee, da hast du vollkommen recht. Und vor allen Dingen ganz interessant ist ja auch, bei deinen Ausführungen kann man wieder hören, wir haben ja immer wieder diesen Mehr, wir haben es ja auch schon in der ersten Ausgabe mal dahingehend auch mal erläutert, dass der Emittent sich gegen den Käufer eines Zertifikats stellen würde. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn das tatsächlich so wäre, dann würdet ihr ja brutale Risiken fahren. Das heißt ja, wenn ihr sozusagen Positionen fahrt, die nicht gehedged wird, also wie du es gerade auch beschrieben hast, dann wäre ja sozusagen das volle Risiko auf den Büchern, das wäre ja eigentlich gar nicht zu handeln. Das heißt, würde man ja auch in den Bilanzen von den Investmentbanken entsprechend sehen, dass da ein Auf und Ab entsprechend in den Büchern zu sehen wäre, was natürlich dann Quatsch ist, weil in den auch jetzt durch die ganze Regulatorik ist ja überhaupt nicht mehr möglich ist. Also man kann ja sowas gar nicht machen, dass du sagst, okay, wir geben jetzt hier eine Emission 20 Millionen auf den Basiswert X raus und lassen das ungehedged. Das würde ja bedeuten, ihr hättet ja diese Position wirklich, also ohne Hedge in den Büchern plus dem Hebel, der sich daraus ergibt, das wäre ja praktisch purer Wahnsinn. Also ich glaube, das ergibt ja dann auch schon selbsterklärend immer wieder, wie gesagt, oder erklärt sich ja auch, dass sowas eigentlich gar nicht geht. Weil wie viele Produkte habt ihr denn roundabout oder haben denn so Emittenten eigentlich draußen in Deutschland? Kann man da was zu sagen? Circa 125.000 Produkte, die immer kontinuierlich da sind. Man darf nicht verkennen, da gehen natürlich die Nocken aus.
dann müssen wir neue emittieren. Aber ungefähr 125.000 Produkte haben wir in Deutschland. Es gibt Emittenten, die noch mehr haben, die halt tatsächlich auch länger dabei sind, die unterschiedliche Strikes noch haben. Aber du hast vollkommen recht. Also wenn wir uns nicht hedgen würden, Lufthansa, ein tolles Beispiel. Die Lufthansa ist ja 30% gestiegen. Tatsächlich ist es ein Wert, weil er viel in den Nachrichten ist, der von Leuten sehr gerne gekauft wurde, jetzt auch in der Krise, um genau dieses wann erholt sich die Lufthansa wieder, wann bin ich da? Das heißt, wir hatten tatsächlich mehr Long Exposure, also mehr Leute, die tatsächlich gedacht haben, dass Lufthansa wieder steigt, als Short Exposure. Das heißt, wir haben tatsächlich Kunden gehabt, die haben darauf gewettet. Wenn dann die Aktien zum Beispiel mit einem Hebel von 5, 30% steigt, dann werden wir schon ganz, ganz weit hinten liegen. Das heißt, die Emittenten hedgen ihr Risiko. Und das ist nicht nur morgens Sandy, sondern das ist im gesamten Markt so, dass wir tatsächlich das Risiko von den Investoren haben. Und einem einfachen Beispiel kann man es erklären. Also wenn wir gerade nochmal den Fall haben mit einem Hebel von 10, naja, der Kunde gibt uns ein Zehntel Geld, ich muss noch 9-mal mehr Geld dazulegen, aber ich kaufe tatsächlich 10 Aktien und die liegen dann auch bei mir. Das heißt, wenn die Aktie dann tatsächlich um 30% steigt, ist das für mich erstmal, ist das nicht relevant. Und was wir dann ganz transparent machen, ist natürlich, was wir verdienen, ist die Finanzierungskosten. Nämlich wir nehmen eine Marge auf das 9-fache Geld, was wir zur Verfügung stellen. Aber da hat sich der Zertifikateverband in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Derivateverband verpflichtet, dass wir da ganz transparent sind. Jeder Emittent gibt an, was die jeweiligen Finanzierungskosten sind. Da kann man auf die einzelnen Webseiten gehen von uns und von auch allen Mitbewerbern. Und da sehe ich das ganz deutlich, was ich tatsächlich zahle. Da sind zum Beispiel bei einer Lufthansa, wird das so 2% sein. Und zwar aufs Jahr gerechnet, auf das Kapital, was ich mir leihe. Also ihr seid ja sogar, glaube ich, dahingehend verpflichtet, noch transparenter zu sein als eben andere Produktanbieter, sondern ihr müsst ja auch wirklich ganz klar eben auch das offenlegen. Und natürlich hat der Kunde ja auch immer wieder auch die Chance oder sollte es natürlich auch tun, im Prospekt nachzusehen. Also einfach zu sehen, wie ist so ein Derivat aufgelegt, wie funktioniert das, was steckt dahinter, was macht der Emittent, was ist seine Rolle da drin und so weiter und so fort. Und natürlich, das denke ich, ist zumindest auch meine Meinung, dass wenn man sich natürlich schon mit Derivaten auseinandersetzt, das heißt, ich kaufe einen Optionsschein, K.O.-Zertifikat, Discount-Zertifikat, Bonus, was weiß ich auch immer, dann muss ich eben eigentlich auch mal den Taschenrechner zur Hand nehmen und natürlich auch mal selber ausrechnen, wie ist dieses Produkt gerade gepreist und ist es denn wirklich tatsächlich günstig, in Anführungsstrichen teuer gepreist und lohnt es sich dann auch für meine Ziele, die ich damit umsetzen will, das einzusetzen. Man kann also nicht hier immer sagen, ja, ich habe halt eine Trading-Idee und setze die dann halt durch irgendein x-beliebiges Zertifikat oder Derivate generell um, weil das kann ja auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ne? Also ich sage mal Stichwort Volatilität. Ja, genau. Und dann, was man auch nicht vergessen darf, ich meine, wenn jeder Emittent hat ungefähr gleich viele Produkte, das heißt, es gibt eine massive Anzahl von Produkten. Gerade wenn ich auf eurer Webseite dann auch mal in den Informer gehe, kann ich Produkte wunderbar vergleichen. Dann kann ich auch sehen, ist der eine Emittent vielleicht günstiger, ist der andere Emittent vielleicht teurer und dann kann ich natürlich auch das geeignetste, günstigste Produkt haben. Und das würde ich tatsächlich auch jedem empfehlen. Immer erst die Trading-Idee, was möchte ich machen und dann auch tatsächlich die Vergleichsportale nutzen, um auch das Beste zu haben. Und auch ganz ehrlich, muss ich sagen, nicht immer ist morgens Danny der beste Anbieter, natürlich meistens, aber nein, also bitte vergleichen und dann für jeden auch selbst entscheiden, was das richtige Produkt ist zu den besten Konditionen. Und man kann ja auch sagen, dass gerade zum Beispiel auf Produkten auf dem DAX und auf Euro-Dollar, also bei diesen großen wirklichen Underlyings, wo eben sehr, sehr harte Konkurrenz ist, da kann sich eigentlich ein Emittent auch gar nicht mehr wirklich leisten, also teure Produkte rauszugeben, weil einfach der Konkurrenzdruck zu groß ist. Weil ihr habt ja natürlich auch ein Interesse daran, dass der Kunde sagt, ja, Morgan Stanley preist eben die entsprechenden Produkte gut, hält eben auch einen entsprechenden Handel. Das heißt, die Kunden wollen mit euch Geschäfte machen und dann fangt ihr ja auch sozusagen an, sozusagen ein Produkt, ja, damit Geld zu verdienen, weil das ist ja eigentlich auch die Intention dahinter. Das heißt, ihr stellt euch ja nicht dagegen, das hatten wir ja auch schon mal, und versucht sozusagen dann eben den Kunden zu übervorteilen, sondern hier ist wirklich ganz klar ein Produkt im Markt, das kann eben von den Kunden entsprechend gehandelt werden und wenn das Produkt auch vernünftig gut gepreist ist im Verhältnis zur Konkurrenz, dann wird das natürlich auch abgefragt. Das ist eine ganz normale Auslese, so wie man es ja zum Beispiel beim Tanken kennt. Hier guckt man sich ja auch die einzelnen Tankstellen an und wenn man eben sieht, der Liter kostet eben bei der Tankstelle 3 Cent mehr als bei der anderen, dann geht man eben zu dem anderen Anbieter. Also das sind ja normale Marktmechanismen, die wirken ja auch durchaus in diesem Segment. Ja, vollkommen richtig. Und ich glaube, wir geben die nötige Transparenz dafür, falls da mal irgendwelche Unklarheiten sind.
Ich glaube, neben den endgültigen Bedingungen hat auch jeder Emittent immer sehr, sehr gute Informationsmaterialien auf deren Webseiten, wo man das eigentlich auch ganz gut nachlesen kann. Und dann nochmal, alle Hebelprodukte sind tatsächlich ganz einfach mit dem Taschenrechner zu berechnen. Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass ich weiß, wo der Strike-Preis ist, wo der Basispreis ist, und dann kann ich das sehr einfach linear berechnen. Bei Optionsscheinen ist es etwas schwieriger, weil eben andere Einflussfaktoren bei der Preisbestimmung da drin sind, wie zum Beispiel diese Schwankung, diese Volatilität oder die Dividenden, wo es dann Einschätzungen gibt der Emittenten. Aber auch da gibt es eine Anzahl von verschiedenen Optionsscheinen, die ich sehr, sehr gut vergleichen kann und dann gegebenenfalls halt den günstigsten für mich raussuchen. Und ich nehme das auch gleich nochmal hier zum Anlass. Das heißt, nochmal der Aufruf an unsere Zuschauer, wenn natürlich hier jemand eine Frage hat, dann könnt ihr es gerne unten in die Kommentarzeile mit reinschreiben. Stellt uns Fragen rein, stellt uns Kritik oder auch natürlich Fragen rein, die dann eben hier einfach auch mal angesprochen werden sollen. Und was ich halt natürlich auch dann in Aussicht stellen will, wenn wirklich mal Interesse ist, mal direkt live mit uns sprechen zu wollen und auch mal die Fragen direkt live Dirk oder mir eben auch zu stellen, dann werden wir auch gerne bei Interesse, das könnt ihr auch gerne unten in die Kommentarzeile reinschreiben, natürlich reinschreiben, ja, wir wollen euch live mal als Format haben, wir wollen euch die Fragen stellen, dann können wir nämlich in den Chat auch die Fragen beantworten, die uns stellt. Und ich denke, dass hier auch ein bestimmt ein großes Potenzial ist, und ich bin auch gespannt, wie stark sozusagen der Aufruf ist. Also an dieser Stelle nochmal ruhig reinschreiben, wenn wir das mal live veranstalten sollen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, dann habe ich nämlich, genau, gehen wir wieder zurück zu dem Thema Produkte und beziehungsweise welche Ereignisse eigentlich in den letzten Tagen so passiert sind. Und da haben wir ja gesehen, dass so die ganz großen US-Technologiewerte ja doch stark unter die Räder gekommen sind teilweise. Also hier gab es ja doch viele Gewinnmitnahmen. Habt ihr das denn bei euch ähnlich auch im Handel mit Derivaten gesehen, dass hier neue Strömungen, um es so zu formulieren, zu erkennen sind? Ja, also ich glaube, wer in der Finanzbranche arbeitet und das Wort Rotation nicht benutzt hat die letzten Tage, der kann gerne mal bei mir anrufen. Also wir reden immer davon, von der Sektorrotation. Ja, was bedeutet das? Wir sagen immer, dass Value-Aktien haben wahnsinnig underperformed. Also tatsächlich diese Aktien, die tatsächlich als Value-Aktien gehen, also wie Versorger zum Beispiel. Alle Aktien, die nicht sehr gut liefen jetzt in der Corona-Krise. Was ist gut gelaufen? Das waren die Tech-Aktien. Ja, das waren genau die Amazons, das waren die Delivery Heroes, das waren ganz viele, die Zooms, also alles, was ich gebraucht habe von zu Hause. So, der Impfstoff hat jetzt dafür gesorgt, dass man gesagt hat, naja, vielleicht gibt es ja noch eine Welt nach Corona. Und das war auch genau das Bewusstsein, was allen Leuten gekommen ist. Also wir haben immer noch eine große Geldschwemme im Markt. Das treibt die Märkte im Generellen. Nämlich, viel Geld ist vorhanden. Die Zentralbanken pumpen weiter Geld rein. Die Staaten pumpen Geld rein durch Konjunkturprogramme. Sondern das Geld muss investiert werden. Die Zinsen sind relativ niedrig. Staatsanleihen sind sogar negativ. Also fließt Kapital in die Aktienmärkte rein. So, und was jetzt passiert ist, natürlich ist das jetzt erstmal in die Unternehmen geflossen, die sogenannte Corona-Profiteure waren, nämlich das, was wir genau brauchen. Ich sitze jetzt hier gerade in London, du in Quickborn, und wir können trotzdem zusammen das jetzt hier machen und benutzen wahrscheinlich das ein oder andere Tool, was schon jemand gehört hat. So, aber es wird auch tatsächlich jetzt die Hoffnung über die Impfung, dass wir wieder auch zu ein bisschen einer neuen Normalität kommen. Und das hat genau dafür gesorgt, ja. Also dieses Announcement, dass diese Studie gezeigt hat, dass eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit dieses Vakzin uns schützen wird. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl, und dass man das auch herstellen kann. Ich glaube, bis zum Jahresende hat Pfizer jetzt bekannt gegeben, dass 50 Millionen Impfungen da sind und im nächsten Jahr, glaube ich, sogar über 1 Milliarde Impfungen zur Verfügung stellen kann. Das gibt natürlich Hoffnung, und das gibt natürlich Hoffnung, dass eben genau diese Sektorrotation gestartet hat, dass die Unternehmen, die ja tatsächlich nicht gut performt haben seit Corona, sich nicht erholt haben, jetzt tatsächlich einen großen Sprung gemacht haben. Ja, ganz interessant ist, und ich habe mir natürlich auch im Forum mal angesehen, was hier größtenteils für Derivate gehandelt worden sind. Und da sind zum Beispiel Optionsscheine ganz auffällig, dass seit einigen Tagen eben auf Amazon, auf Peloton, Alphabet und Microsoft zum Beispiel, also genau die Technologiewerte und auch die Stay-at-Home-Gewinner-Aktien stark, zumindest im Umsatz sind. Also siehst du eher tendenziell, dass sozusagen diese Geschäfte geclosed werden? Das heißt, geben die Käufer die eher zurück, oder ist das eher wieder so eine Hoffnung, dass man eben jetzt nach den Kursrücksetzern hier bei den Technologieaktien wieder denkt, ja, die kommen wieder, ich gehe hier mal spekulativ long? Also tatsächlich haben wir die Umsätze auch steigen gesehen. Das waren tatsächlich Leute, die noch nicht investiert waren. Wir dürfen nicht verkennen, die Märkte sind sehr stark gestiegen mit relativ geringen Umsätzen.
Also wenn man das vergleicht wie in der letzten Hosse, da ist tatsächlich das Volumen, was investiert wurde, nicht sehr viel. Warum ist der Markt stark gestiegen? Naja, weil es relativ wenig Verkäufer gab. Das heißt, es war immer ganz schwer. Es gab mehr Käufer auf der Seitenlinie, die gewartet haben und Rücksetzer immer gleich genutzt haben, um zu investieren. Das konnte man auch wunderbar sehen, nämlich die sogenannte Schwankung. Volatilität geht immer weiter runter und die geht normalerweise immer weiter runter, wenn tatsächlich immer jemand wieder bereit ist, sobald ein Rücksetzer kommt, zu investieren. Und das konnten wir jetzt auch sehen. Aber das sind ja auch immer zwei Phänomene, ja? Also ich hatte immer einen Plan, zum Beispiel eine Amazon-Aktie zu kaufen, aber ich habe mich nie getraut, weil sie immer hoch war. Und dann wartet man natürlich. Sie geht höher, höher. Und dann nutzt man natürlich dann die Rücksetzer, um tatsächlich zu investieren. Ob das richtig oder falsch ist, das muss leider jeder Investor für sich selbst entscheiden können. Aber wir haben gesehen, es gab tatsächlich, obwohl die Aktien gefallen sind, wahrscheinlich weil viele Leute noch nicht dabei waren und jetzt reingegangen sind, sahen wir Investitionsvolumen in den Technologieunternehmen. Ja, das ist ja auch ganz klar, genau. Wir geben ja hier keine Investmenthinweise oder so, sondern wir gucken ja hier wirklich nur darauf, was passiert an den Märkten, also was machen unsere Kunden sozusagen und versuchen dann natürlich so ein bisschen mal herzuleiten, was könnten da in die Intention sein. Natürlich muss das auch jeder selber wissen, ob er eben Derivate, Aktien, wie auch immer, kauft, verkauft. Das ist ganz klar. Aber es ist halt natürlich auch mal schön und auch wichtig, hier vielleicht so einige Insights zu bekommen. Interessant fand ich nämlich auch, dass bei den Hebelzertifikaten natürlich der DAX wieder ganz weit vorne war. Der war wirklich führend, wenn man so will, als Underlying. Und aber dahingehend auch die SAP-Aktie hervorgestochen ist. Denkst du auch, dass es so ein bisschen dieser Effekt war? SAP ist ja nicht richtig aus dem Knick gekommen, dass man hier also auch eher so die ersten Kunden oder ersten, ja, wie soll man sagen, Glücksritter dann gesehen hat? Also ich glaube, erstmal ein Vakzin, Europa wird mehr davon profitieren als die USA. Ja, warum liegt das? Naja, weil wir eben tatsächlich diesen Aufholprozess nicht gemacht haben. Wir waren im Nasdaq, wir waren ja auch im S&P tatsächlich auf All-Time-High. Das haben wir im Eurostoxx nicht gesehen und auch nicht im DAX wieder gesehen. Das heißt, wir haben einfach noch mehr Nachholbedarf. Das heißt, ein Vakzin wird tatsächlich für den europäischen Markt besser also funktionieren als tatsächlich für den US-Markt, weil die einfach schon besser gelaufen sind. Also das ist erstmal generelle Move tatsächlich wieder zu Europa von den USA weg. Der zweite Grund ist natürlich, naja, der Händler, der ist tatsächlich immer der, sagen wir es, schnellere und mehr Zeit investierende Investor. Also wenn man das mal aufteilen kann, diese Hebelprodukte wird von Leuten wirklich mehr benutzt, die mehr Zeit tatsächlich vor dem Computer verbringen und schneller reagieren können. Wenn wir das zum Beispiel bei anderen Produkten sehen, wie Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, das ist ein anderer Investortyp. Und da ist ganz sicherlich dann jemand, der sich überlegt hat, die SAP hat ja tatsächlich durch Corona auch stark ihre Zahlen reduziert. Und natürlich sehr wahrscheinlich denken Investoren, dass das jetzt, wenn Corona vorbei ist, auch wieder aufgeholt werden kann. Also dass das Unternehmen tatsächlich durch die Krise strukturell natürlich Nachteile hat, aber wenn die Krise vorbei ist, natürlich das auch wieder aufholen kann. Das hört sich gut an, ja. Vor allen Dingen, jetzt bin ich auch glücklich, dass sozusagen mein Derivate-Profi auch mit an meiner Seite ist. Da muss ich nämlich auch mal eine andere oder zwei andere Fragen habe ich für dich noch. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass witzigerweise Discount-Zertifikate auf dem Eurostoxx bei uns auch sehr stark gehandelt sind. Was denkst du denn, was könnte denn dahinter stecken? Warum ausgerechnet Discount-Zertifikat auf dem Eurostoxx? Also, da müssen wir uns ganz kurz angucken, was ist ein Discount-Zertifikat? Ja, ein Discount-Zertifikat, ich gebe im Prinzip eine Upside auf, also ich partizipiere nur bis zu einer gewissen Schwelle, kann es aber dadurch günstiger kaufen. Und wie funktioniert das? Das Konstruktion eines Discount-Zertifikats ist im Prinzip so, dass ich als Investor, um diesen Cap zu machen, verkaufe ich implizit eine Option. Ich verkaufe eine Call-Option. So, und eine Call-Option wird durch höhere Schwankungen, mehr Volatilität teurer. Das heißt, ein Discount-Zertifikat in hochvolatilen Märkten, da bekomme ich einen höheren Discount, um tatsächlich einsteigen zu können. Das heißt, wenn die Vola tatsächlich steigt, ist der Discount höher und das macht das Produkt natürlich attraktiver und ich kann natürlich mehr Geld verdienen. Also tatsächlich für das Abgeben des oberen Caps bekomme ich tatsächlich mehr Prämie, mehr Discount und deswegen wird das mehr gefragt. Und das Ja, wird ja auch spannend. häufig benutzt, um tatsächlich nicht nur täglich zu handeln, sondern tatsächlich das auch etwas länger zu halten, ein Discount-Zertifikat. Und dann nimmt man natürlich Hurra, Märkte sind zurückgekommen. Ich möchte einfach wieder in den Markt investieren. Dann ist das ganz sicherlich eine Alternative, das man machen kann, ohne jetzt die einzelnen Aktien zu analysieren.
Ja, das ist spannend, genau. Einzelne analysieren sowieso nicht, aber generell halt mal die Funktionsweise dahinter, weil die nächste Frage geht in die ähnliche Richtung, weil nämlich bei den Einzelwerten Bonuszertifikate eher auf so defensive Sektoren bei uns stärker nachgefragt sind. Jetzt mal so exemplarisch Deutsche Telekom, RWE, also wirklich diese klassischen, ja, wie du auch sagst, Value-Werte, die so einen eher defensiven Charakter haben. Ist da die Funktionalität oder die mögliche Intention, ist die ähnlich gestrickt? Ja, ganz sicherlich. Also da hat man sich dann auch wieder über den Sektor tatsächlich einen Bereich ausgesucht dann als Investor, wo ich denke, dass der natürlich langfristig partizipiert. Ich kann auch wieder günstiger investieren, als ich das vorher hatte. Und das sind auch wieder Produkte, die ich einfach dann dabei lege in mein Portfolio. Ich glaube, das ist eine große Motivation für solche Investoren, die das eben gesagt haben. Versorger werden immer gebraucht, auch nach der Krise. Und deswegen schichte ich um oder lege das zusätzlich in mein Portfolio aus. Value ist lange nicht gut gelaufen. Jetzt komme ich wieder dazu und dann ist das ganz sicherlich auch ein interessantes Instrument neben der reinen Aktie, die ich natürlich auch in meinem Portfolio kaufen könnte. Super, Dirk, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Da werden wir sicherlich auch wieder sehr, sehr viele Themen haben. Vielleicht natürlich auch Themen von unseren Zuschauern. Ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Themen hier reinbekommen. Ansonsten habe ich garantiert noch einen Haufen Themen, weil, wie gesagt, du bist der Profi, was Derivate angeht und ich kann da auch noch eine Menge von lernen. Und natürlich hoffe ich auch, dass die Zuschauer das können. Dirk, vielen, vielen Dank und Grüße nach London. Ich danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.